sie ging auseinander. Jetzt hab ich schon andere Formen erlebt. Ich habe schon im Flugzeug jemanden damit total besaut. Bist du ungeschickt damit? Nein, überhaupt nicht. Ich bekam es nur nicht auf und ich geriet mit den Daumen rein und hab... soll ich dir sagen, wer es war? Du glaubst es nicht. Auf der Premiere zu Schatz im Silbersee, hier saß Lex Barker riesengroß und sagte alle Augenblicke, oh mein Gott, oh mein Gott, saß so. Hier saß Horst Wendler. Also, ich fasste diese Milchdose und drückte. Du machst es und Horst war voll. Irgendjemand läutete, eine entzückende Stewardess kam, die sah uns gar nicht, auch Horst nicht, und sie hatte nur Augen für Lex Barker. Sagte, oh ja. Sie brachte eine Schale warm Wasser, nachdem ich sehr laut sagte, ich möchte bitte etwas tun. Dann habe ich mit dem Lappen gesessen und habe Horst abgerieben. Und Horst war großartig, immerhin mein Brotgeber. Horst saß ganz ruhig, während ich rumwischte und schaute so. Und ich sagte dann zu ihm, bitte lass den Anzug auf meine Kosten reinigen. Nach einer Weile sagte ich, lass dir bitte einen neuen Anzug auf meine Kosten machen. Aber ich muss dir sagen, er war spitze, er sagte da nur ein Wort. Wenn wir die Treppe runterkommen von der Maschine hier, geht ihr beide bitte vor. Ich komme weit hinter euch, so wie ich aussehe. Haben wir offenbar schwierig.